Florian, ein Sieg ist sicherlich immer schön, aber dieser wird besonders sein. Was meinst du? Ja klar, es waren wichtige 3 Punkte. Es war mit unsere letzte Chance heute wieder. Gerade wenn man wieder die anderen Ergebnisse gesehen hat, dass Balingen gewinnt. Und von daher war es auf jeden Fall letzte Hoffnung. Aber wir haben, wie gesagt, alles gegeben und haben die 3 Punkte hier behalten. Was kannst du zum Spiel insgesamt sagen? Ja, wir haben sicherlich ein bisschen Glück gehabt, gerade in der Anfangsphase, wo die Pirmasens doch 1-2 gute Aktionen gehabt haben. Wenn man da in den Rückstand gerade, wird es wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel. Aber das brauchen wir halt in der Situation auch ein bisschen Glück. Und dann haben wir auch mal das 1-0 gemacht und dann ist es halt einfacher zu spielen. Die Abwehr hat heute die Null gehalten. Sieht es, also ist es verdient, die Null? Was meinst du und wie bewertest du die Abwehrleistung als Größe in der Abwehr? Ja gut, wie gesagt, wir haben 2-3 Mal schon Glück gehabt. Aber gut, im Endeffekt steht die Null und das spricht dann doch für uns. Natürlich ist es ein großer Unterschied zu den 5 Torepackungen, von denen man in neuerer Zeit gleich 3 kassiert hat. Was lief da anders? Ja, wir haben heute endlich mal wieder zusammen gekämpft, alles gegeben. Und wie gesagt, wenn man halt mal in Führung geht, dann ist es halt doch auch einfacher mal. Dann kann man mit Marius vorne doch mal kontern und auch mal 1-2 Konter setzen. Und dann ist es halt wirklich, das liegt uns dann halt doch mehr. Jetzt geht es beim nächsten Spiel nach Homburg. Was wird das für ein Spiel? Ja, Homburg war im Hinspiel schon unglückliche 0-1-Niederlage. Jetzt fahren wir dahin, müssen natürlich in unserer Situation müssen wir punkten, egal ob es dreifach oder einfach ist. Hauptsache was mitnehmen. Was kann man für die restlichen Spiele der Saison von euch erwarten? Ja, wie gesagt, wir werden bis zum Schluss alles geben. Gerade durch das mit Neckar-Elz und mit Lautern 2 hat man schon was gehört. Aber wie gesagt, das liegt nicht in unserer Hand. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Dann schauen wir zum Schluss, was dabei rauskommt. Eine Frage am Rande des Spielfelds. Es geht das Gerücht um, dass du zum Landesligisten FV Ettlingen-Weiler wechseln möchtest. Ist da was dran? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist wie jedes Jahr, da gibt es Gerüchte, wird überall gesprochen. Aber es ist, wie gesagt, noch nichts fix, es ist alles noch offen. Ja, überlegst du denn zum Ende der Saison den Verein oder die Mannschaft zu verlassen? Wie gesagt, muss man mal schauen, was noch kommt. Florian, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ebenso.